Langweile ich Sie, Mr. Walker? Setzen Sie sich. Auf dieser Akademie nehmen wir Abstand davon, Studierenden irgendwelche Privilegien zukommen zu lassen. Deswegen würden wir normalerweise so spät im Semester niemanden mehr aufnehmen. Aber in Anbetracht der Umstände haben wir beschlossen, dass in Ihrem Fall eine Ausnahme gerechtfertigt wäre. Wissen Sie, ich hatte die Chance, Ihren Vater singen zu hören, sogar mehrfach. Direkt hier in diesen heiligen Hallen, in denen wir beide begonnen haben. Er war ein paar Jahre nach mir hier, aber ich erinnere mich noch an seinen kraftvollen und differenzierten Figaro. Ihr Vater war ein großer Sänger. Aber um wahre Größe zu erreichen, benötigt man Disziplin. Und man benötigt Regeln. Wie dem auch sei, unsere Weihnachtsaufführung rückt näher. Die Zauberflöte. Das war das Lieblingswerk meines Vaters. Aha. Ja, er spürte immer eine besondere Verbindung zu dem Prinzen, Prinz Tamino. Ah. Ja, bitte. Ah, Mr. Baumgartner. Wären Sie so freundlich, unseren Spätankömmling zu seinem Quartier zu bringen? Gern. Ich bin Ihr neuer Lehrer. Sie haben ein gutes Gespür für Timing, mein junger Freund. Spät genug, um Aufsehen zu erregen, aber nicht zu spät für das Vorsingen. Also, die Rollen? Sind noch nicht besetzt worden. Hören Sie auf meine Worte. Für einen jungen Mann, dessen Leidenschaft der Musik gilt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Es lebt wahre Magie in diesen Mauern. Gehen wir. Für einen jungen Mann, der die Musik liebt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Es lebt wahre Magie in diesen Mauern. Du hast eine schöne Stimme, sagen alle. Danke. Auf dieser Akademie benötigt man Disziplin. Wer ein Weltklasse-Sänger werden möchte, imitiert die Kunst nicht. Er verkörpert sie. Was genau machst du hier? Bitte, Sie müssen mir helfen. Hoheit. Prinz Tamino, die Königin der Nacht erwartet dich. Du bist ein Prinz. Bring mir meine geliebte Tochter zurück. Also, Sie wollen, dass ich eine Prinzessin bitte? Ist das ein Problem? Es klingt auf jeden Fall sehr wichtig. Wo hast du dich gestern Nacht rumgetrieben? Im Land der Zauberflöte. Glaubst du mir, dass eine Uhr in der Schulbibliothek in die Welt von Mozarts Zauberflöte führt? Nein. Diese ganzen Symbole, was genau bedeuten die alle? Drei Knaben, drei Damen, drei Prüfungen. Nur demjenigen wird es gelingen, die Dunkelheit aufzuhalten, der diese Prüfungen besteht. Bist du bereit, auch wenn es dich das Leben kosten könnte? Ja, Herr. Ich finde die Sache mit dem Leben kosten schon unerfreulich. Du solltest das Risiko eingehen, wenn du herausgefunden hast, was du willst.
Oper besteht Tamino die Prüfungen durch wahre Liebe. Ich hab komplett vergessen, dass es nur darauf ankommt, zu fühlen. Etwas wahrhaftig zu fühlen. Und es zu teilen.